Menschen sind komische Leute. Willkommen auf der Erde. Eigentlich müsstet ihr das sagen. Doch wenn ihr wüsstet, wer ich bin, dann würdet ihr mich jagen. Von draus vom All, da komme ich her. Bin Bewusstsein und Liebe und bringe diese Worte nun als Werbung für den Frieden. Denn sehe ich mich hier so um, sehe ich einen Trümmerhaufen rauchen und habe irgendwie das Gefühl, der könnte das gebrauchen. Da lebt ihr in einem Paradies und haut es in Scherben und wollt wirklich euren Kindern diesen Schrott dann vererben? Menschen sind komische Leute. Das finde ich richtig lustig, wenn auch irgendwie nicht nett. Aber ihr scheint echt zu denken, ihr habt bei Gott einen Stein im Brett. Dann hofft ihr auf Erlösung aus der eingebrockten Suppe, doch alles um euch rum bleibt euch weiter völlig Schnuppe. Ihr seht in allen Gegner und tötet eure Feinde, fresst eure Geschwister und verhaltet euch wie Schweine. Ihr folgt euren Führern in Tod und Verderben und wollt wirklich euren Kindern eure Schuld dann vererben? Menschen sind komische Leute. Ihr denkt, ihr seid die Größten und fühlt euch trotzdem so klein. Dabei könntet ihr statt buckeln zu gehen, wahre Götter sein. Doch ihr lebt nicht euer Leben, nutzt nicht euer Potenzial. Ihr checkt's nicht, doch genau deswegen ist euch alles scheißegal. Wenn ihr machtet, wie ihr wolltet, sähe die Erde anders aus. Doch ihr dürft's nicht und ihr tut's nicht, weil euch vor den Strafen graust. Und so landet ihr in Kriegen, um fürs Vaterland zu sterben und wollt wirklich euren Kindern die Trauer dann vererben? Menschen sind komische Leute. Also tut ihr wie befohlen, für jedes bisschen Geld und nehmt sie auseinander, eure wirklich schöne Welt. Und dann tut ihr so, als wär's nicht so und schaut lieber weiter fern und folgt euren Idolen, den Marionetten eurer Herren. Ihr solltet euch mal sehen, wie ihr lebt in eurer Welt, dann würdet ihr verstehen, warum sie auseinanderfällt. Ich möchte euch wirklich den Spaß nicht verderben, aber wollt ihr wirklich euren Kindern diese Scheiße vererben? Keine Angst, ich denke nicht, dass ich besser bin als ihr, denn ich bin in eurem Auftrag aus reiner Liebe hier. Ich soll euch daran erinnern, wer ihr wirklich seid, daran euch zu verbrüdern und beenden jeden Streit. Ihr seid so schöne Wesen, so liebenswert und toll. Seid Schöpfer eures Lebens, das immer läuft, wie soll. Fangt bitte an zu leben, denn dann könnt ihr sterben und statt Scheiße euren Kindern ein Leben vererben. Macht, was euch gut tut und helft euch dabei. Macht's wie die Kinder, es ist nichts dabei. Hört statt auf andere mal einfach auf euch. Die anderen haben euch doch eh nur getäuscht. Ihr braucht nicht zu folgen, seid einfach frei. Dann kommen wir auch mit unseren UFOs gerne mal vorbei. Und ganz unter uns, wenn ich einmal sterbe, dann ist es Liebe, die ich meinen Kindern vererbe. Und wisst ihr, ich würde den ganzen Quatsch nicht von mir geben, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass ihr das nicht auch hinbekommt. Ja, ihr seid komische Leute, aber ich liebe euch trotzdem.